seien A und B reelle streng positive Zahlen. Frage: Was ergibt der Gegenwert des Kehrwertes von a hoch minus 1 plus b hoch minus 1? Der Gegenwert vom Kehrwert einer Zahl, das ist minus 1 geteilt durch diese Zahl. Hier müssen wir ganz besonders auf die Reihenfolge der Rechenoperationen achten. Zuerst schreiben wir a hoch minus 1 in 1 geteilt durch a um und b hoch minus 1 in 1 geteilt durch b um. Jetzt addieren wir diese zwei Brüche, indem wir sie gleichnamig machen. Das heißt, hier multiplizieren wir Zähler und Nenner mit b und hier multiplizieren wir Zähler und Nenner mit a. Und so erhalten wir minus 1 geteilt durch diesen Bruch. Und 1 geteilt durch einen Bruch, das ist ganz einfach der Kehrwert dieses Bruches. Also finden wir so minus a mal b geteilt durch a plus b. Und das ist die Antwort b. Also b ist die richtige Antwort und die Aufgabe ist schon erledigt. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.